Ja, Philipp, vielleicht ein kleines Wort. Oh. Vorbereitungen getroffen für den heutigen Abend. Was erwartet uns heute Abend, Philipp Kelly? Erwarten? Eine volle Halle. Stockwerkhalle 7. Und zwar ist das GV vom Personalverband der Schweizer Kantonalbank. Das sind etwa knapp 200 Leute. Wir haben natürlich Gästenlisten, das sind natürlich wichtige Sachen, die wir nachher auch erreichen können. Das ist Datenschutz, das dürfen wir so nicht zeigen. Sonst müssen wir das verpixeln nachher. Ja. Komm, wir gehen jetzt nachher jeder Reifweise weiter. Genau. Und jetzt müssen wir eben noch ein paar Namen rauspicken. Vielleicht ein Blick auf die Uhr. Es ist jetzt 11 ab 6. Jawohl. Wie geht es weiter? Wir sind übrigens jetzt zu Einsiedeln. Haben wir gesehen vorher, bin ich da angefahren. Wir haben jetzt ein neues Sofa. Ah ja, das muss ich vielleicht noch in die Totale. Das ist unser Vorbereitungssofa. Das ist extra gekauft, Sofa. Genau. Was hast du gefragt, was jetzt weiterläuft? Genau. Die Zeit ist 10 ab 6, also mittlerweile 12 ab. Jetzt sind wir einfach noch in der gleichen, wenn wir da wieder vorbereiten. Dann würden wir uns auf den Weg machen auf 7. Und 7 unten haben wir eine Bühne, die zu ist. Können wir natürlich alles hinten dran schön wieder anmachen. Wartet, wir haben eigentlich Garderobe. Und ich bin extra schon vor der Aufstellung heute. Genau, hat er gemacht, macht er immer von Luzern aus. Ja. Und dann werden wir uns langsam vorbereiten für den Auftritt und werden dann ein bisschen Vollgas geben und 7 unten. Voilà, das wäre jetzt also die Bühne. Ja. Ich mache eine kleine Totalaufnahme. Ich mache einen kleinen Blick ins Publikum. Voilà. Und? Alles tipptopp. Wir kommen zum obligaten Uhrenvergleich. Es ist jetzt 20 vor 8. Genau, 20 vor 8. Wir sind mittlerweile 7 angekommen, wie wir bereits gesehen haben. Was passiert als nächstes? Ich habe jedes Mal die blöde Liste in der Hand, wenn du mich filmst. Du bist unscharf vor allem. Total unscharf. An was liegt das? Unscharf. Nein, du bist verschwommen. Warte mal. Ich auch. Trotzdem, was passiert als nächstes? Jetzt ist dann die GV durch. Und so wäre es scharf. Ja, das ist gut. Sieht auch ein bisschen doof aus. Ja, macht nicht gehen. Jetzt ist die GV durch, wie gesagt, und dann werden wir die erste grosse Ansage machen, und zwar ist das Vorspeise. Ja, für das sind wir heute da, um die Vorspeise ansagen, das erste Mal. Und ist das lustig, oder? Nein, aber ich glaube, sie hat langsam Hunger und ja. Und ja. Weißt du, ich hätte noch einen guten Gag für den Film, für den Backstage-Film. Oder wie heisst das überhaupt? Das weißt du, das müssen wir schauen, wegen datenrechtlichen. Also, Roadmovie ist durch. Ist vorbei. Aber weißt du, das könntest du noch schnell. Jetzt hast du natürlich auch nicht deine Sachen dort, dein Bier und so. Jetzt könntest doch du mir hier über das Knie rein filmen. Weißt du, dass nur das Knie noch so halb drauf ist? Warte mal. Dann können wir schreiben, mein Knie in 7. Gut. Findest du es gut? Hast du das Knie drauf? Das hat mir niemand gemacht. Nein, das habe ich noch nie gesehen. Das finde ich ganz gut. Mein Knie. Jawohl. Gut. Ja, es ist wieder einige Zeit vergangen, da, seit unserer letzten Einschaltung. Kurzer Blick auf die Tour, es ist jetzt genau 20 vor 10. Was ist gelaufen in der Zwischenzeit? Also wir haben die erste Ansage gemacht, die ist voll in die Hose. Warte mal schnell. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich nicht drauf bin. Ich probiere es, ich finde etwas. Wieso musst du, das ist nicht nur über mich. Nein, es ist kein...
So, Achtung. Wenn wir jetzt Leute reden, weil das Telefon nicht drin ist. Also eben, wir haben die erste Ansage gemacht. Leider hat uns Technik einen Strich durch die Rechnung gemacht. Hast du das Mikro abgeschaltet? Ja. Du hast es gar nicht an. Nein, gar nicht. Ja, und nachher sind wir nochmal führen, haben es dann geschafft. Natürlich Technik im Griff. Dann haben wir die Vorspeise dürfen ansagen. Aber nicht gegessen? Nein, nicht gegessen. Was hat es gegeben vielleicht? Ein grünen Salat, also einen kleinen Salatteller mit Murtitaler Rinderheu. Mhm. Wegen der Rindschweizer. Hauptgang? Hauptgang ist Garibraten mit Herröpfelgraten und Rüebli. Und jetzt, gerade nach dem Hauptgang, Rio hat noch Fleisch zwischen zusammen, haben wir die Jodelkörli, das Nachwuchskörli aus der Marcha gesagt. Die haben uns etwas voraus. Die sind bereits im Fernsehen gesehen beim Nicolas Sen. Wobei der Nicolas Sen wird uns nicht mehr einladen, weil wir haben ihm den Witz versaut. Wir haben seinen Witz gestohlen. Nein, er hat uns gestohlen, nur haben wir ihn zuerst erzählt. Ja. Gut. Auf jeden Fall, vielleicht noch ein Satz vom Abig. Der Satz vom Abig? Hä? Ah ja, der Satz vom Abig ist super angekommen. Meine Einstellung heutzutage zu Frauen. Je höher die Absätze, desto kürzer die Hauptsätze. Jetzt ist es für eineinhalb Und für was ist jetzt der Film? Ich weiß es nicht. Machst du da Backstage Paper? Ja. Und ich laufe aus, und du siehst niemand. Ich doch lieb. Achtung. Und der ist Samstag. Und der ist jetzt Freitag, yesterday. Der Nachtexpress, da auf der Stelle. Es ist gleich Mitternacht. Ja, Philipp, kannst du unseren Zuschauern zu Hause vor dem Bildschirm vielleicht kurz erklären, was du machst? Ich rasiere mich noch, und zwar nur, weil du dich auch hast. Philipp, wo gehen wir heute hin? Ich glaube, es sind 1000 Meter, müssen wir raus jetzt lachen. Okay. Was machen wir dort? Lachen? Also nein, wir schauen, dass die Leute lachen. Björn, ist für dich gut? Ist das ein klar und deutliches Ja? Das ist ein deutliches Ja. Gut. Danke vielmals. Schönes Wochenende, merci. Können wir mich wieder aus den Armen? Ist noch niemand da drin? Ganz viele Frauen. Ja, ich komme gerade hin. Wir lustig, wir spitz. Alle Schmieden sind flänzig, wir sind dabei. Jetzt kommt alles steif mit dabei. Ja, wir sind nicht mehr dran. Aber es geht meiner Frau auch endlich. Ich bin nicht mehr so gut, das ist jetzt Blick auf die Uhr. 20 vor 8. Wo sind wir? Lachen. In der Turnhalle, wo wir früher geturnt haben. Und was lachen? Sei. Ja, vielleicht Björn, unser Techniker, noch ein Licht werfen. Genau. Was hast du dir vorgenommen für den heutigen Abend? Ganz ruhig bleiben. Du hast ein paar Lichter an dieser Kamera, gell? Nur, dass du weißt. Wie mache ich Licht? Ja, einfach durch Licht drum. Wo ist Licht? Ich meinte es. Weißt du, Filme mit Licht? Oder ist der andere noch? Ja, noch ein Ja, also jetzt das Ganze noch mit Licht. Jetzt ist es ja gar nicht hell.
Vielleicht noch kurz, was läuft gerade aktuell? Musik. Präsentieren Herr Eschbach. Also das ist der Patrick Degen. Der macht die Gags bei ihm machen wir in der ersten Halbstunde. Der dritte Bruder von der Degen, der vierte von der Abi. Das ist so, wie mit einem Verwandten, ich kann nicht shooten. Ja. Das sind die, die immer so grinden, bis die gelbe Karte kommt. Und dann grinden sie immer noch weiter. Mit dem Haus in Schwalben hier. Genau. Und was war jetzt mit dem Herrn Aschbacher? Der ist da. Ja, ich bin Persille, nicht wahr? Ich bin der, der auszieht wie der Benny Turner und schnurrt wie der Kurt Aschbacher. Ja. Wunderbar, ich würde ja lieber ausziehen wie der Brett Pitt, aber das lernt nicht mehr. So, geht er dann auch noch auf die Twin Lakes? Heißt er eigentlich Twin Lakes? Oder Twin Lakes? So, es geht noch 5 Minuten. Leute, hat noch keine einzige Person im Saal? Sind Sie schon nervös? Ich glaube, es kommt gar nicht mehr. Mal schauen, wie alle, bis alle wieder drin sind. Ich bin jetzt Backstage. Jawohl. Ich bin der Stefan. Hoi, Stefan. Er moderiert den Ball. Ja. Aber nicht offiziell. Er sagt wieso? Er sagt sie ja. Und die Leute kommen schon wieder rein. Es ist im Fall fast voll.